Dach zusammen! Hier ist wieder der Rolf Zitter mit einer Runde Noob Attack und ich spiele heute die Shyvana und das komplett blind. Also ich habe ja manchmal das so gemacht, dass ich einen Champion anteste oder auch mal ein, zwei Partien mit ihm spiele, bevor ich hier aufnehme. Das ist diesmal nicht der Fall. Ich erwarte aber eigentlich relativ viel von ihr. Ich weiß nicht warum. So, gucken wir mal. Das ist doppelter Angriff. Das ist Feuerzeug. Erhöhte Geschwindigkeit und so und Zeug. Und Schaden. Flammenodem. Entfesselt ein Feuerball. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Geil. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Doppelter Treffer hört sich gut an. Ich nehme aber das E. Weil ich glaube, mit dem E kann ich echt auch Aua machen. Ja, ist schon nicht schlecht hier. Also. Das muss ich natürlich auch immer testen. Das ist für mich immer wichtig. Eure Zahlen bedeuten nichts. Ja, finde ich ganz gut. Oh, jetzt muss ich aber loslegen hier. Gut, er tankt, so soll es sein. Ich versuche den Smite nicht zu benutzen. Brauche ich auch gar nicht. Ich habe hier meinen Standardstart mit dem Messer des Todes und den Tränken. Und der Heilung, die ich jetzt benutze, weil ich ein Schisser bin. Bam! Das hat gesessen. Oh, das ist natürlich arschig von denen, ne? Wow! Ganz krass arschig. Ganz krass arschig! Wow. Gut, dann machen wir es anders. Ne? Gehen wir halt erst rüber. Mir ist das alles völlig egal. Also ich bin auch nicht auf Mana angewiesen, was eine gute Sache ist. Ich, Garen sollte allerdings vorsichtig sein. Also mal gucken, ob ich das schaffe. Ich bin mir nicht sicher. Weil das E ist ja doch so, dass es relativ lange braucht, ne? Oh! Es braucht sehr lange, dieses E. Und gleich bin ich auch Futter. Weg. Es ist jetzt scheiße, mit nicht mal 400 Gold zurückzugehen, aber was soll ich machen? So, die MF hat mich auch gerade genervt. Ist jetzt unten. Da kann ich mir doch eigentlich nur die Schuhe holen. Aber immerhin. Also nach dem Camp bin ich dann Level 3. Wen haben wir? Also wir haben Chinsau auf der Top Lane. Der Teemo ist da auf der Top. Das wollte ich nicht. Egal. Die Ruhe. Vielleicht kriegen wir ihn. Ja, kriegen wir doch! Scheißendreck. Ja, mal mitgekommen. Naja. Erstes Blut. So, was machen wir? Level 3. Wir gehen wieder auf das E, würde ich sagen, oder? Also Fähigkeitsstärke, um das E ein bisschen aufzumotzen. Und hier, ja, ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Sind nichts.
tot. Lübt. Garen hat unten ein bisschen Probleme. Aber das ist ja kein Wunder. Weil der hat keine Hilfe, weil der Wodibär AFK gegangen ist, oder wie sehe ich das? Ja, ich werf die Pots ein, weil ich spam die wirklich. Das ist, macht keinen Sinn, dass ich die übrig behalte. Ich werde so oft zurückporten. Nice. Ist zum Farmen eigentlich gar nicht schlecht. Gucken wir mal. Gut. Die macht dem. Wow. Wusste es doch. Yes. Bam. Naja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gehen wir mal weg. So, Garen geholfen. Ersten Kill geholt. Finde ich eigentlich schon mal sehr gut. Ich liebe Angriffsgeschwindigkeit. Also die Leute, die öfter geguckt haben, wissen das. Auch nice. Sehr gut. Überlebt sie ihn? Ja, sie überlebt. Und was ist mit ihm hier? Oh, nee, er ist weg. Aber der Timo ist very, very low. Ich würde da gleich gern mal vorbeigucken, aber jetzt noch nicht. Ich habe noch keine Ulti und der ist schon Level 7. Flash am Start. Na, war nicht, ist nicht gut, weil ich jetzt mache wahrscheinlich. Nein! Der mit seinem Kackblasrohr. Naja. Ich wusste, dass ich da nicht hätte reingehen sollen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, was das soll. Und wollte ja nur helfen. Die Ruhe vor der Schlacht. Wie steht denn die Annie? 2-1, ist okay. Ja, ihn müssen wir leider reporten, denke ich mal. Der Garen hat ein paar Probleme. Natürlich kann er nicht viel farmen. Da wird er ziemlich zurückgedrückt. Deshalb werde ich ihm auch gleich wieder helfen. Boah, das ist aber mit dem Damage ist das schon echt nice. Da kann ich echt nicht meckern. So. Ey, das zeckt. Das zeckt ordentlich, finde ich richtig gut. Nein! Puh. Gut, jetzt... E macht schon ein bisschen Schaden, tatsächlich.
nehme das mit Pott wieder, weil ich sowieso gleich wieder weggehe. Komm jetzt, Garen. Nimm das scheiß Ding. Oh. Ich habe gesehen, dass oder gehört, dass sie am Drake sind, aber. Ja, okay. Das ist blöd gewesen von mir. Da war ich zu unvorsichtig. Scheimhonig. So. Gehen wir überhaupt auf Magie? Nö, gehen wir überhaupt nicht. Gehen wir überhaupt nicht. Was soll denn das? Wir gehen auf. Ein Verbündeter wurde getötet. Egal. Die Feinde Demacias werden fallen. Erstmal weg. Ah, ein Set könnte man. Naja. Ja, dem ich in Sauer muss ich mal ein bisschen helfen. Werde ich jetzt machen. Und dann probiere ich auch direkt mal die Ulti aus. Die wird nicht viel Schaden machen, so wie das aussieht. Aber wir probieren es einfach mal. Nee. Ich hole mir erst hier Level 8. Und dann. Hä? Muss alles. Muss ja Vorsicht auch walten lassen, ne? Ich gehe jetzt hier, komm. Also 2-2. Zweimal die MF gekillt. Nein! Nein! Bam! Ja, okay. Ist noch nicht so viel. Wow, wow, wow! Ich muss mir merken, dass ich mit dem E durchschießen kann durch die Leute. Geh da raus. Was mache ich denn mit dem R? Nee. Okay, der verzieht sich anscheinend. Aber was will man machen? Ich glaube, gegen den Teemo können wir nicht anstinken. Fohlen unterm Turm. Also den Schaden, den ich rausgehauen habe, der war schon gar nicht von schlechten Eltern. Schade, hat nicht ganz gereicht. Bäm! Das war ein Abstauber und. Und? Habe ich da ein Problem mit dem Abstauben? Nö, nicht wirklich. Mist, ich hätte eh machen sollen. Oh, jetzt holt er mich noch, der Tote. Na ja, gut, das war natürlich jetzt mehr Glück als Verstand, weil die da im unterm Turm rumgegeiert sind, aber hey. Ich werde mich nicht beschweren. So, jetzt können wir endlich mal gucken. Was wir machen. Lauftempo ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ich ja nicht. Weil ich ja nicht auf Flash gehe.
So, wird mal wieder Zeit für einen Red Buff. Level 10 und 5-3. Ich bin für die erste Partie zufrieden. Der bräuchte mal ein paar Schuhe. Der Garen auch. Was chased er denn? Diesen Takt will ich hören, wisst ihr? Dieses Klack, 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 Klack. So schnell muss das gehen. Okay. Wo? Nein, nein, nein. Easy. Easy. Yes. Nee. Wohl doch. Ja, nicht immer sagen Zinn, Zinn, Zinn. Hier war ein guter Job so zusammen. War okay. Zack. Jetzt holen wir uns den Timo. Jetzt haben wir ihn typisch eingekesselt. Oh. Weggetibberst. Easy. Also die Kombi aus den drei Fähigkeiten macht ordentlich Schaden. Gefällt mir sehr gut. Könnte einer meiner Lieblingschamps werden. Oh oh. Oh oh, Annie, aufpassen. Ja, voll die Bürste. Voll gebürstet. Nö, so nicht. Nein. Boah, ich dachte, ich bin raus. So nicht. Musste ich aber echt alles zünden, ne? Sonst. Ist egal, hat. Oh! Den E daneben geäht. Aber mit dem Q getroffen. Wie Q, Shyvana, what the fuck? Ganz ehrlich, ich bin ja echt netter, ruhiger Spieler, aber die soll mal das Maul halten. Ich will nicht sagen, dass ich das Ding hier carry, aber ich mache wenigstens Kills. Und sorg so dafür, dass hier einigermaßen die Türme stehen bleiben. Gegen die drei hier eben konnte ich natürlich nichts machen alleine. Ist klar. Scheiße. Das war blöd. Das war dumm. Das war dumm von mir. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass sie den Timo so schnell, unsere Annie so schnell platt kriegen. Egal. Ich habe gleich das Schwert der Geilheit. Wie sieht es mit denen aus? Der ist gefüttert hier natürlich, der Warwick. Die MF geht so. Aber... ohne Woli
Oh, oh. Ist natürlich so eine Sache ohne Woli, ne? Scheißendreck! Wie hat der das überlebt? Okay, das ist GG. Naja, ist auch Quatsch, weil 20 Minuten Game, ne? Nein, die gehen zurück. Warum? Warum gehen sie zurück? I don't know. Jetzt habe ich aber mein Schwert. Das wird wahrscheinlich nichts mehr bringen. Ich werde mir hier noch irgendeinen defensiven Gegenstand holen. Ach, schaffe ich gar nicht mehr alles. Komm schon! Bin mal gespannt, wo die herläuft, die alte. Läuft. Oh. Oh. Oh no. Boah, ich bin dumm. Ah, Mann, so gut ich gespielt habe, so kacke spiele ich jetzt. Wollte da eine am Backporten hindern und lauf voll in die Mannschaft da rein. Ey, das ist doch kacke. Aber wenigstens kämpft sie. Nicht. Doch. Mann, kämpft doch! Ey, was soll das? Einen noch geholt, ja und? Bums, zwei geholt, sauber. Dev. Dev! Naja. Mit einem Woli AFK war das eigentlich schon sehr früh gegessen. Aber ich mag Shyvana, das kann ich jetzt schon nach dem ersten Game sagen. Und ich habe die ja nicht ansatzweise irgendwie fertig gekriegt, deshalb werde ich die in Zukunft wahrscheinlich öfter spielen. Wahrscheinlich auch mal mit dem Hamza zusammen in Double Trouble. Wenn ich vielleicht die letzten 5 Minuten nicht so kacke gespielt hätte, hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Also muss ich, obwohl ich natürlich am meisten Kills gemacht habe, muss ich mir doch was auf meine Kappe hier, ne, nicht schreiben, sagt man nicht, ne? Ich muss es auf meine Kappe nehmen, vielleicht sogar. Der eine Tod hätte definitiv nicht sein gemusst, wo ich gechased bin, und vielleicht wäre das dann etwas anders ausgegangen. Aber ist nicht so schlimm, ich lerne ja noch. Ich hoffe, ihr lernt mit mir und könnt mir vielleicht ein paar hilfreiche Kommentare da lassen. Und ansonsten natürlich gerne einen Daumen oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Teil von League of Legends Noob Attack. Bis dahin, macht's gut.